Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, wir haben ja in der letzten Folge am Ende noch kurz mit Baderung gesprochen. Der wollte uns nach Gridania schicken. Ich habe jetzt mal überlegt, ich möchte natürlich auch die ganzen Gilden hier leveln, aber es ist mir jetzt momentan wirklich wichtiger, die Hauptstory weiterzuspielen. Sag mal, Staubhäschen, was machst du eigentlich da hinten unterm Tresen? Es ist mir im Moment wirklich wichtiger, die Hauptstory weiterzuspielen. Und ich möchte endlich auch mal auf Level 20 kommen, damit ich endlich mal reiten kann. Weil es ist sowas von mega scheiße, überall zu Fuß hinzulaufen. Egal, ob man einmal pro Minute oder so sprinten kann oder nicht für ein paar Sekunden. Deshalb habe ich mir überlegt, machen wir erstmal mit der Hauptstory soweit weiter. Und wenn wir jetzt nach Gridania reisen müssen, ist das auch nicht schlimm, weil da habe ich ja auch noch Gilden, die ich auf jeden Fall gerne noch hochleveln möchte. Und das Schöne daran ist, wenn ich in Gridania bin, kann ich nämlich offline auch die Gärtnergilde noch was machen. Also noch was hochleveln, weil die wäre mir schon ziemlich wichtig, da ich ja irgendwann mal soweit sein möchte, dass ich halt die ganzen Materialien und so selber holen kann. Und ja, wie gesagt, das ist mir persönlich halt sehr wichtig. Ah, ich sehe schon, dich juckt es in den Fingern nach der nächsten großen Herausforderung. Also hör zu, die Abenteuergilde in Gridania hat uns gebeten, ihnen fähige Arbeiter für eine besondere Aufgabe zu empfehlen. Mit genauen Informationen wollen die Geheimniskrämer nicht herausrücken, aber allein die Tatsache, dass sie sich an uns gewandt haben, deutet auf den Ernst der Lage hin. Egal worum es geht, nach deiner Leistung in der Sastasha-Höhle, was für ein Zungenbrecher, kann ich dich mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Also, viel Erfolg. Ja, wie viel Erfolg? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Ach so, mit Minuet sprechen. Minuen, nicht Minuet, aber egal. Gut, dann gehen wir mal zum Aufzug. Dann kann ich euch das auch noch mal kurz zeigen. Wir gehen nämlich dann zum Luftschiff-Landeplatz. Für die, die es nicht mitbekommen haben in einer der Folgen davor. So, ich habe übrigens jetzt das Zeichen da oben hingemacht, damit das nicht so stört. Jetzt muss ich mal eben gucken. Hier können wir einfach gerade auslaufen, ne? Muss ich noch mal mit dir sprechen? Ich muss noch mal mit dir sprechen. Okay, es ist doch ein bisschen nervig. Ach so, ja klar, ich muss ja erst sagen, zum Goldsourcer, was ist denn das? Das kenne ich jetzt gar nicht. Okay, da geht es noch weiter. Das ist ja cool. Aber gehen wir erstmal nach Gridania. Ist zwar ein wahnsinnig hoher Preis mit 120 Gil. Ich als alter Sparfuchs in Final Fantasy, wo ich wirklich über alle Ausgaben am Schreien bin, finde das natürlich sehr, sehr hoch. Aber gut, wir bleiben jetzt erstmal eine ganze Weile dann auch da. Ja, da muss ich mal schauen. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt den Heimatpunkt nach hier setzen soll oder ob ich den drüben lassen soll. Weil, wenn ich natürlich mit irgendetwas sterben sollte hier, also bei irgendwas sterben sollte, dann würde ich natürlich dummerweise, nee, da muss ich hin, dummerweise wieder zurück teleportiert werden und müsste dann wieder mit dem Schiff nach hier fahren. Und das wäre dann natürlich auch ziemlich blöd, muss ich sagen. Also ich denke mal, dass ich den Heimatpunkt dann erstmal ändern werde, vorübergehend. Nimm doch bitte Platz, du wirst sofort be... Oh, du bist nicht hier, um zu speisen? Dann bist du vielleicht die Abenteurerin, die uns von Baderon empfohlen wurde, ja? Wunderbar, ich habe dich schon erwartet. Wir kennen uns schon, aber da war ich noch eine Droidin. Ich heiße... Staubhäschen? Also das finde ich ein bisschen komisch hier mit den Fehlern in der Grafik. Ich heiße Mionen, aber das weißt du sicher bereits. Das Hexenstübchen trägt ja nicht umsonst meinen Namen. Wenn du möchtest, kommen wir gleich zur Sache. Aber atme erst einmal tief durch. Du hast eine lange Reise hinter dir. Oh ja, danke schön für die Fläschchen, die mich bestimmt wiederbeleben sollen. Gut, wenn du bereit bist, können wir ja mit der Einsatzbesprechung... Verzeihung, Mionen. Ich störe nur ungern, aber die Zeit drängt. Hat sich immer noch kein Freiwilliger bereit erklärt? Ah, guten Morgen, werter Levin. Wie schön, dich zu sehen. Auch wenn der Anlass deines Besuchs einen trüben Schatten auf unsere Begegnung wirft. Doch du kommst gerade recht. Diese tapfere Heldin will sich unseres Problems annehmen. Ah, Robin Hood ist da.
Oh, das freut mich für wahr. Danke, dass du uns helfen willst. Ich bin Levin, der Kommandant von Nufikas Schar und als solcher für den Schutz Gridanias verantwortlich. Verzeih mir, wenn ich mich kurz fasse, aber die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern. Mann. Mitten im tiefen Wald liegt eine unterirdische Begräbnisstätte, welche der Totenacker Tamtara genannt wird. Sie wurde vor vielen Jahrhunderten zur Zeit von Gelmorra angelegt. Doch auch wir Gridania haben dort unsere Toten bestattet. Bisher war es stets ein Ort des Friedens und der Ruhe. Nun jedoch gibt es Hinweise darauf, dass sich Anhänger eines dunklen Kults in der Anlage herumtreiben. Augenzeugenberichte lassen darauf schließen, dass es sich bei den Kultisten um die sogenannten Jünger Dalamuts handelt, die während der siebten Katastrophe plötzlich aufkamen, um den Mond Dalamut anzubeten. Sie wollen das Werk der Zerstörung, das ihr Gott begonnen hat, in seinem Namen vollenden. Dafür schrecken sie vor keiner Grausamkeit zurück. Unter normalen Umständen würde es natürlich nur Fikas Schar obliegen, die Jünger Dalamuts zu vertreiben, und liebend gern würde ich ihnen umgehend meine besten Leute auf den Hals setzen. Aber die Katastrophe hat unsere Reihen stark dezimiert und die wenigen Überlebenden sind damit beschäftigt, die Ixal in Schach zu halten. Ixal sind vogelartige Wesen, die zu den wilden Stämmen gezählt werden. In letzter Zeit rücken sie uns ganz schön auf die Pelle und gönnen uns keine Verschnaufpause. Da unsere Einsatzkräfte gebunden sind, sind wir auf auswärtige Hilfe angewiesen. Du wurdest uns wärmstens empfohlen, deshalb habe ich Vertrauen zu dir. Bist du bereit, dich um die Jünger Dalamuts zu kümmern? Klar. Danke, damit fällt mir ein Stein vom Herzen. Das wird kein Kinderspiel, sage ich dir, also bereite dich gut auf den Einsatz vor. Gehe dann zum Totenacker und sprich mit dem Soldaten von Nufikas Schar, der dort am Eingang Wache hält. Er wird dir weitere Informationen geben. Viel Erfolg. Zum Totenacker, wo war denn der nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Pass gut auf dich auf, hörst du? Möge der Urkristall dich leiten. Nein! Mann! Gib mir doch mal eine Sekunde, um ein gutes Bild fürs Cover zu machen. Okay, wir werden jetzt mal kurz hier rausgehen und mal kurz den Stein hier vorne als Heimatstein sozusagen beanspruchen. Wenn mal irgendwas passieren sollte, müssen wir dann nämlich nicht von Land zu Land reisen. So, als Heimatpunkt registrieren. Ja, tut mir leid. Ich möchte auch lieber den anderen behalten, aber so ist es mir doch lieber, falls mal irgendwas passieren sollte. So, dann schauen wir uns das Ganze mal eben auf der Karte an. Wir sind, wo sind wir denn jetzt? Wir sind oben. Ach so, das ist unter, nee, das ist im Tieferwald, oder? Ja, genau, das ist im Tieferwald da unten. Okay, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich dafür nicht eventuell schon. Ah ne, mit dem bin ich quasi noch nirgendwo gewesen. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal dorthin laufen und dann werde ich euch gleich wieder hinzufügen. So, wir sind nun angekommen. Ich habe mich jetzt mal umgezogen als Fischerin. Nicht, weil hier drin jetzt so viel los ist, sondern weil auch draußen unterwegs überall so viel los ist. Gameplayerin, nicht wahr? Danke, dass du uns helfen willst. Wie du sicher bereits weißt, sollst du die Jünger Dalamuts aus dem Totenacker Tamtara vertreiben. Die Jünger Dalamuts sind fanatische Wirrköpfe, die den Weltuntergang verherrlichen. Soweit wir wissen, traten sie zuerst gegen Ende des sechsten Ära des Lichts in Erscheinung. Als der Mond Dalamut auf Eocera zuraste, sahen sie in ihm ihren Erlöser, der ihren weltlichen Leiden ein gnädiges Ende bereiten und die Welt säubern sollte. Du kannst dir vorstellen, wie enttäuschend sie waren, als Dalamut in tausend Stücke zerbarst, bevor er auf Eocera einschlagen konnte. Eigentlich könnte man erwarten, dass sich die Angelegenheit damit erledigt hat, aber ganz im Gegenteil steigerte sich der Hass der Kultisten. Die Jünger Dalamuts sehen sich durch die Helden von Cateno um ihre Erlösung beraubt und sinnen dafür auf Rache. Ich weiß nicht, was sie im Totenacker Tamtara betreiben, aber es ist ganz gewiss nichts Gutes. Bitte vertreibe die Kultisten aus der Grabstätte und schenke den Toten ihre wohlverdiente Ruhe. Okay, das ist nochmal ein eigener Dungeon. So wie's, also Dungeon weiß ich nicht, aber nochmal so eine eigene Instanz. Da werde ich auf jeden Fall natürlich vorher wieder auf den Hermetiker wechseln. Und was ich festgestellt habe, dass ich die ganze Zeit mit den Schützenden bzw. Heilenden hier rumgelaufen bin, was ich auch eigentlich gar nicht wollte. So, nein, es ist doch
Och, das ist nicht euer Ernst. Oder es ist doch wieder so eine dumme Gruppeninstanz. Nee, das will ich natürlich nicht. Och, das ist nicht euer Ernst, ehrlich jetzt. Ich wollte eigentlich noch mal kurz vorm Schlafen gehen, mal schnell diese Quest machen, aber irgendwie kriegen wir das anscheinend nicht hin. Wir folgen zwar der Hauptquest, aber wir folgen der Hauptquest nicht so, wie wir es eigentlich möchten, sondern werden hier von einem Verlies ins andere buxiert. Das finde ich nicht nett. Ja, ich mache dann mal hier einen kleinen Cut und sehe euch dann mit viel Glück in einer Stunde wieder. Bis dann. So, diesmal nehme ich das Ganze von Anfang an auf. Also auch mit dieser Einführungsszene. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier weitere Mitglieder als Ersatz rekrutieren. Erhalten. Ja, super. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten, oder wie? Ich mach mal hier den Chat an. Ich sag auch mal Hi. Ich hoffe, das sind jetzt noch alles deutschsprachige Mitglieder. Der eine hat mich anscheinend angeflüstert. Ich weiß es nicht genau. Ja, wie geht's euch denn so? Ihr seid gerade mitten in der Aufnahme. Ja, so kann es anscheinend auch gehen, dass alle zusagen und dann einer abspringt und man doch dann auf den Rest wartet. Was allerdings ziemlich blöd ist, muss ich dazu sagen, dass jetzt hier 88 Minuten steht. Das finde ich persönlich jetzt nicht gut. Ich weiß auch nicht, was. Also er ist offensichtlich DD. Heiler haben wir anscheinend auch, denke ich. Also dass das wohl der Heiler ist. Ich sehe hier leider nichts. Drehe ich mal um, genau. Hermetiker, ja gut, das kann dann ja nur der Heiler sein. Ist dann kein Ting. Vielleicht schaffen wir sogar alles. Ist mein zweiter Dungeon. Ich kann zur Not auch mitteilen, kein Thema. Ich schalte mal auf Schutz um. Vielleicht ist der besser. Ah, Verstärkung. Hi. Ja, dann kann es ja dann doch losgehen. Aber das sollen Tanks sein? Jetzt verstehe ich hier gerade gar nichts mehr. Gut, dann. Oh, ich wollte nicht laufen. Dann setze ich mal wieder auf DD um. Jetzt habe ich meine Dings umgelegt hier. Hallo. Ich glaube, der Tank zieht gerade. Perfekt. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir laufen mal einfach der hinterher. Ist sie Tank? Ich glaube, sie ist Tank, oder? Wohin? Hat sie leichte Probleme mit der Steuerung oder weiß sie auch nicht, wo es lang geht? Also, das sind auf jeden Fall Aaskäfer. I want you to start pulling mobs.
And stop on the dead end. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das tote Ende ist, aber okay. zieht alles. Ja, kein Thema. Ich lasse die mal ziehen. Ja, okay, die links ziehen wir wahrscheinlich nicht mit. Dann lauf mal. Ich guck mal im Hintergrund, ob auch noch alles gezogen wird. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, was wir hier machen. Aber ich finde es schön, dass es auch mal anders läuft. Das Schwarze, denke ich mal, sind die im Angriff. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier rein. Komm rein, komm rein. Okay. Irgendein Zugang hat sich geschlossen. Drück jetzt einfach nochmal alle Tasten durch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was wäre als. Ach so, genau, 7 und 8, das waren die, die im Hintergrund laufen, genau. Die Heilerin steht hier und macht gerade nichts, auch nicht schlecht. War das jetzt schon der Endboss? Nee, oder? Brauche ich da irgendwas von? Ja, dann passe ich mal. Mir ist das egal, ich brauche das ja nicht. Hallo, wartet auf mich. Ich hoffe, die kommt auch mit. Noch eine Schatztruhe. Alle Klassen, die nehme ich mal mit. So. Hier gerade so überhaupt gar nichts mehr. Entschuldigung, wenn ich hier jetzt gepusht habe. Gepult habe. Egal.
Ich stehe gerade so ein bisschen neben mir. Aber ich stehe gerade positiv neben mir, weil auch wenn wir jetzt natürlich hier durchlaufen und, die Leute halt eben gepult werden, also die Gegner, haben wir hier trotzdem irgendwie ein schönes Spiel jetzt gerade, finde ich persönlich. Axt brauche ich nicht, alle Klassen, okay. Na gut, ich darf das nicht nehmen für alle Klassen. Na gut. Was ist das denn hier? Die Elfe. Ja, was denn jetzt? Wollt ihr hier kämpfen oder nicht? Könnt ihr euch mal entscheiden? Schon krass, dass überhaupt so ein Anfänger hier letztendlich alles durchzieht. Sehe nichts mehr. Sind wir jetzt alle drei durch? Da hinten standen jetzt noch welche. Achso. Ne, sie ist noch nicht durch, die eine. Das schließt sich sonst. Ist sie jetzt rein? Ist sie jetzt geflogen? Ist sie noch da? Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen irritiert. Da ist sie. Da dürfen wir noch nicht hin, oder wie? Haben wir keine Truhe? Tschüss. Was für eine Disk? Hm. Ja, keine Ahnung. Also, wenn man überhaupt nicht weiß, wovon die anderen reden, ist es natürlich ein bisschen kompliziert.
Kann man hier irgendwas machen? Nö. Also man merkt, die Instanzen gehen schon doch sehr lange, wenn man sowas machen möchte. Ich habe ein Kleinod des Ketzers erhalten, was auch immer das jetzt heißen mag. So, nun, man muss da was machen. Ey, warum darf ich die Schatztruhe nicht nehmen? Eine Nachtwache. Oh. Ich glaube, das ist erst der Endgegner. Okay. Nehmen wir mal einfach mit. Also, ich denke mal, das ist selbsterklärend, dass der irgendwie in Verbindung steht mit den Gims um ihn rum. Und dementsprechend... Hallo, macht ihr auch mal was? Dementsprechend müssen wir die dann als erstes töten. Also wie immer halt, immer erst die Ads töten. Oh, ich schätze. Nee, Limitrausch. Okay, ich habe jetzt mal auf Limitrausch gedrückt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war oder nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben den Endboss besiegt. Yay! Yeah. Bitte um das Beutegut. Irgendwas. Keine Ahnung. GG, genau. Kennt die Tee so. So, Magier. Ich würde ehrlich gesagt gerne das für Magier nehmen. Ja, ich möchte die Instanz verlassen. Aber ich hatte diesmal ein wirklich, wirklich gutes Team. Da möchte ich mich dann auch auf diesem Weg mal bei bedanken. Wahrscheinlich wird nie irgendjemand von denen jeweils mein Video sehen. Aber ich möchte mich trotzdem auf diesem Wege bedanken. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Wir müssen
Millionen Bericht erstatten. Das heißt, wir müssen quasi wieder zurück. Da werde ich jetzt hingehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Millionen, da sind wir. Ah, da bist du ja wieder. Den Göttern das sei Dank. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Baderon hat dich zwar in den höchsten Tönen gelobt, aber man weiß ja nie. Levin ist im Augenblick nicht hier, aber ich danke dir auch in seinen Namen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Es ist wirklich sehr beruhigend, auf eine fähige Abenteurerin wie dich zurückgreifen zu können. In letzter Zeit reißen die Probleme einfach nicht ab. Ja, es gibt so viel zu tun, dass wir kaum noch genügend Helfer finden. Das bedeutet natürlich, dass es genug Arbeit für Abenteurer gibt. Doch leider übernehmen sich einige von ihnen und werden dann verletzt. So wie die anscheinend. Averes Tod ist deine Schuld. Wenn du nicht ewig gebraucht hättest, um ihn zu heilen, hätte er überlebt. Aber er ist doch außer Reichweite gelaufen. Okay, verstehe. Bevor ich den Zauber wirken könnte. Alles ging so schnell. Er war von Anfang an zu ungeduldig, stets auf der Jagd nach Ruhm. Mir reicht's. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ihr könnt ohne mich weitermachen. Ich hoffe, dass ihr eure Nasen nie wieder sehen muss. Pah, dann hau doch ab. Ich konnte dich sowieso noch nie leiden. Du warst doch die ganze Zeit nur Averes Schoßhündchen. Ach ja, und noch einen gut gemeinten Rat zum Abschied. Sieh zu, dass du Averes Kopf so schnell wie möglich beerdigst. Egal wie sehr du ihn gemocht hast, sein Haupt mit dir herumzuschleppen ist einfach abartig. Okay, da muss ich jetzt zustimmen. Hey, wartet, ihr könnt mich doch nicht allein lassen. Hallo? Es tut mir so leid, Avere. Verzeih mir. Verdammt, solche Dramen haben sich in den letzten Tagen und Wochen hier viel zu oft abgespielt. Es bricht mir jedes Mal das Herz, so etwas mit anzusehen. Du kannst dir denken, wie froh ich über jemanden wie dich bin, auf den man sich verlassen kann. Dich kann man auf schwierige Einsätze schicken, ohne mich schuldig zu fühlen. Wo wir gerade davon sprechen, ich habe einen Vorschlag für dich. Die Abenteurergilde in Uldal hat sich bei uns gemeldet. Sie haben wohl ein Problem, bei dem sie schlagkräftige Hilfe gebrauchen können. Dabei habe ich sofort an dich gedacht. Wer wäre sonst noch besser geeignet? Also überleg es dir und melde dich, sobald du Interesse hast. Achso, das sind unsere Optionen. Schade. Ja, das brauchen wir alles nicht. Krieger auch nicht. Das brauchen wir auch nicht, weil das ist schlechter. Na toll. Obwohl, naja, alle. Gut. Konstitution, Willenskraft. Also da ist jetzt nichts super Besonderes bei. Nehmen wir dann mal einfach die Gil. Das müssen wir uns auch noch verkaufen, fällt mir gerade ein. Dann müssen wir noch zum Händler. So, damit wäre dann auch dieser Auftrag erstmal erledigt. Ehrlich gesagt, ich bin gerade etwas froh, weil das Ganze nämlich doch ziemlich lange gedauert hat. Vielleicht kriege ich es hin, das Ganze ungefähr in der Mitte ein bisschen zu cutten. Muss ich mal schauen. Ansonsten, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier von einer Instanz zur anderen laufen würden. So langsam befürchte ich allerdings, dass das, was wir jetzt hier gerade verfolgen, tatsächlich etwas ist, wo wir von Dungeon zu Dungeon kommen werden. Ich bin mal gespannt. Also einmal werde ich auf jeden Fall noch weitergehen, weil das nochmal ein neues Gebiet ist, beziehungsweise halt ein Gebiet, wo wir so eben noch nicht gewesen sind. Außer mal kurz in der Hauptquest, wo wir alle Gebiete mal kurz angereist haben mussten. Und ja, beim Rest muss ich da mal schauen. Es gab ja noch eine Quest bei unserem Lieblingsgasthaus hier bei, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der Typ mit B, wo wir ganz am Anfang angefangen haben. Ich vermute, dass das wahrscheinlich die Hauptquest ist, wo man dann weitergehen kann, also wo man dann nicht nur die Dungeon spielt. Weil ehrlich gesagt würde ich schon gerne zwischendurch auch nochmal was anderes machen und nicht von Dungeon zu Dungeon im Endeffekt reisen. Aber ich muss mal schauen. Also den einen werde ich definitiv noch machen, wenn es wieder ein Dungeon ist. Und wenn es danach zu diesem Ort geht, den ich jetzt vorhin gesehen hatte, wo ich aber nicht weiß, was das für ein Ort ist, weil der nämlich keine der Anfangsstädte ist, dann
oder zumindest keiner, wo ich schon gewesen bin mit meinen 8 Chars, dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich da auch gerne nochmal hin und gucken, ob da dann diese Geschichte aufhört, dass das so diese Einführungsdungeons vielleicht sind. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich werde mich da gleich vielleicht nochmal in der Gilde schlau machen, da einfach mal die Frage in den Raum werfen, ob das jetzt ewig so weitergeht oder ob das irgendwann nach ein paar Mal aufhört. Und ja, bin ich mal gespannt, was mich da noch so erwartet. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dann. Ciao.